So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension, Let's Play, Regelerklärung und auch gleich Fazitvideo zu Okia von Bruno Cartana. Ist schon vor, das steht hier hinten glaube ich gleich drauf, also schon ein bisschen älter, ist jetzt auch endlich auf Deutsch rausgekommen. Wie man sieht, man muss hier gar nicht so viel übersetzen. Bei Pegasus-Spiel erschienen, Familienspiel vom Niveau her, kommt auch echt ganz gut hin. Nur für zwei Personen, dauert 10 bis 20 Minuten. Wir haben gerade schon mal ein Video gedreht, wo wir eine kleine Regel falsch hatten, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Da haben wir in 12 Minuten drei Partien geschafft, also es geht sehr schnell, ähnlich wie Brave Reds letztes Jahr. Das war ja auch eher so das kleine kurzweilige Spiel und das hier ist, geht eben auch in die Richtung klein kurzweilig, aber trotzdem mit Pfiff ist auf jeden Fall vom Grundprinzip her eine Form von so vier Gewinn, Tic-Tac-Toe im Prinzip. Ich gewinne dieses Spiel, wir spielen gleich abwechselnd Karten, nach welchen Regeln erzähle ich euch gleich, aber sobald ich halt irgendwie vier in einer Reihe habe, habe ich gewonnen. Oder wenn ich halt hier so eine Senkrechte habe ich gewonnen. Oder wenn ich irgendwie so eine Diagonale voll habe, dann habe ich auch gewonnen. Oder eben, wenn ich es schaffen sollte, so ein Quadrat voll zu bekommen, dann gewinne ich auch das Spiel. Und mein Gegner möchte natürlich verhindern, dass ich das tue. Und das Spiel ist von den Regeln her super einfach. Irgendjemand ist Startspieler. Und der Startspieler darf immer eine seiner 8 Geschas einsetzen auf einem der äußeren 8 Felder. Wenn man in der Mitte anfangen dürfte, was ein weit, also ein beliebter Fehler ist, soll man das gerne mal überliest in der Anleitung. Wir haben auch festgestellt, sofort, es macht eigentlich total Sinn, immer in der Mitte anzufangen. Wenn man sich aussuchen dürfte, würde man in der Mitte anfangen, weil das ist immer sehr stark. Deswegen sucht man jetzt nicht eines dieser äußeren Felder. Außen angenommen, ich würde jetzt hier anfangen, würde ich diese Karte hier rausnehmen und jetzt muss Karl auf eines dieser Felder legen. Das heißt, entweder auf eine Sonne oder auf eine Blume. Hat mir jetzt quasi ein Herz dargelegt, jetzt muss ich halt auf eines der noch zwei verbliebenen Sonnenfelder legen oder auf ein Herbstfeld. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ja, wir sichern erstmal vielleicht die Mitte ab oder gibt es vielleicht schon was Clevereres? Ich lege den mal hier hin. Baum oder Sonne? Baum oder Sonne musst du jetzt machen. Und wenn halt alle 8 Gefas gelegt haben, dann ist vorbei, das ist einfach unentschieden. Sollte der Gegner aber jetzt mehr machen können, weil man das auch cool irgendwie geplant hat, dann hat der Spieler gewonnen, der halt zuletzt noch was machen konnte. Und am Anfang legt man halt irgendwo hin und so während sich das Spiel entwickelt, merkt man, okay, es gibt bestimmte Konstellationen, kann so ein bisschen vorausschauen, planen, das seht ihr jetzt gleich. Wie gesagt, eben haben wir im letzten Video 3 Partien in 12 Minuten gespielt, da bekommt man einen ganz guten Einblick da rein, hoffe ich. Dahin. Dann. Ach, verdammt. Ja, wenn ich jetzt hier nehmen würde, ich hier schon so ein Vierraster, dann könnte Karl gleich da kontern. Das wäre nicht ganz so optimal. Ich könnte jetzt aber. Ja, hier hinlegen. Baum könnte ich da und da hinlegen. Das ist alles für mich gerade nicht so super optimal. Das ist noch ein bisschen früh in der Partie. Ja, aber ich kann, ne, wenn ich jetzt hier was hinlegen würde, würde Karl wahrscheinlich gleich hier kontern. Und ich möchte natürlich irgendwie hier hinlegen können, könnte ich dann aber nicht. Also das hat schon sehr viel Denkpotenzial, dass man das komplett so denken kann. Man kann aber auch erstmal, solange man sieht, man begibt sich nicht in akute Gefahr, auch erstmal spielen, wobei ich mich gerade schon so ein bisschen in Gefahr sehe. Ja. Man bekommt wahrscheinlich auch einen Blick für, was so gefährliche Orte sind und legt dann da einfach nicht hin. Ich lege jetzt einfach mal doch hier hin. Blume und Zeichen. Mhm. Okay. Zeichen und Blume. Ich werde für die Denkpausen im Internet so japanische Hintergrundmusik suchen. Es gibt halt schon ein paar Möglichkeiten jetzt. Die Frage ist, was dann in 2 bis 3 Zügen daraus kommt. Ja, für Schachspieler, die haben ja natürlich einen Vorteil. Genau. Wissen wahrscheinlich, uff, kriegst du schon eine ganze Menge Optionen zusammen. Nee, ich muss auf Safe gehen, weil du sonst zu viele Optionen bekommst von den Nachfolgenden. So, und jetzt bin ich auch gerade nicht in akuter Gefahr, sollte aber dafür sorgen, dass das so bleibt. Vogel und Blume. Ja. Wenn ich jetzt natürlich hier hinlegen würde, könnte Karl sofort da kontern. Das heißt, ich sollte vielleicht erstmal so eine Blume nehmen. Dann müsste Karl auf Regen legen. Dann könnte ich sofort kontern. Auf Regen würde automatisch auch eine deiner Möglichkeiten blockieren. Mhm. Welche Möglichkeit? Achso, da unten. Diagonal. Ja. Aber das ist, glaube ich, gerade fast überall der Fall. Also Blume geht ja eh nicht mehr. Doch, Blume geht hier noch. Dann kann ich die Blume rausnehmen. Haben wir auch nur noch ein Regenfeld. Nee. Aber noch ganz viele Kakteen. Achso, da sind noch ganz viele unten.
Das sind die drei und das so. Und das sind die vier Möglichkeiten. Ja, ich sicher mal hier ab, damit du da nichts machen kannst. Regen und Blume. Mhm. Dahin, dann muss ich, glaube ich, mal prophylaktisch. Da konnte er nichts zu dahin, doch das ist ganz gut, glaube ich. Hoffe ich. Kaktus und Zeichen. Mhm. Kaktus und Zeichen. Man darf auch immer nicht nur seine eigenen Möglichkeiten gucken, muss auch ein bisschen gucken, was der. Also, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr gewinnen. Ich kann jetzt nur noch darauf spielen, dass du nichts mehr machen kannst. Mhm. Das sieht gerade gar nicht so schlecht aus für dich. Ach, geht so. Weil ich habe ja jetzt auch nur noch die Option, den Kaktus da zu nehmen. Und dann musst du auf den Vogel. Da habe ich dann das sind zwei Optionen, aber... Genau, da habe ich dann streng genommen nur eine Option. Richtig. Und das könnte jetzt halt gut passieren, dass das so gebaut ist. Ja. Und wenn ich jetzt... Dann, ja, dann ist doof. Dann ist die zu. Aber ich kann auch noch das nehmen. Ja, dann, du hast gewonnen. Nee, hast du nicht, dann hast du verloren. Verloren? Aber ich rede zu viel. Also, das Problem ist vielleicht so, dass ich dann immer für beide Seiten im Kopf durchgehe. Ja, ich glaube, das macht schon fast am meisten Sinn, weil dann musst du hier. Dann wird es ein Unentschieden. Dann will ich jetzt den nehmen, musst du den nehmen. Stimmt, das wird ein Unentschieden, weil ich als letzter dran bin. So wie ich gerade gerechnet habe, war es auch nicht. So ist auf jeden Fall ein Unentschieden. Und die andere Option ist nur noch die hier. Wenn ich hier hinlege, dann kannst du ja im Prinzip nur hier hinlegen. Genau, dann hast du zwei Lauffelder zur Auswahl. Das bedeutet aber, egal welches du nimmst, ich kann das andere nehmen. Ja. Weil beide Laub haben. Ich glaube, dann wird das ein klassisches Unentschieden. Das ist auch vielleicht ein kleiner Nachteil von dem Spiel, weil man kann schon... Ja, drei Runden vor Ende. Ja, das war jetzt was? Regen und Baum. Ja, dann habe ich nur die Option. Und jetzt ist es eigentlich egal, was du nimmst von den anderen beiden. Genau. Du hast auch nichts voll. Ich habe nichts gewonnen. Nee, ich kann nicht. Dann lege ich hier hin. Ja, und dann lege ich hier hin. Und dann ist es ein klassisches Unentschieden. Ja, haben wir ein klassisches Unentschieden. Und das waren auch schon die ganzen Regeln. War also sehr schnell. Also erst ist auch Unentschieden geendet. Danach haben wir noch drei weitere gespielt. Die hatten dann immer einen Sieger. Und wir können es auch gleich, wenn ihr wollt, zum Fazit vorspulen. Aber jetzt habt ihr es doch verstanden. Das heißt, ihr könnt vielleicht auch so ein bisschen mitgrübeln. Und wie gesagt, so eine Partie, ne, das ganze Video dauert jetzt 5 Minuten ungefähr. Die letzte Aufnahme läuft immer noch durch. Ne, mischen wir das hier mal so ein bisschen durch. Und dann legen wir das mal wieder aus, dass ihr das auch gut sehen könnt. Und wie gesagt, wichtig ist auch immer, ne, an den Außenfeldern anzufangen. Was konntest du essen denn? Das ist ja furchtbar. Also ich habe einfach gemischt und hingelegt. So, Unentschieden, das heißt, du das anfangen. Oh, und wie gesagt, wichtig immer... Ich will aber nicht außen ist schlecht. An den Außenfeldern anfangen. Boah, kann ich irgendwo außen hinlegen, sodass du nicht in die Mitte legen kannst? Das wird schwer. Das ist tatsächlich schwierig, so wie du es gelegt hast. Was ist denn nicht in der Mitte? Nicht in der Mitte ist Regen und nicht in der Mitte ist das was. Alles andere ist in der Mitte, oder? Mhm. Dann kann ich dir zumindest das Mittelfeld vorgeben, wenn ich Regen. Es liegen auch immer irgendwo welche benachbart, dass der andere irgendwie immer ran kann. Das will ich aber eigentlich von mir weg haben. Du willst ja. Also man merkt jetzt, dass wir schon... Ich glaube, der geht schon zu viel nach. Das stimmt. Weil jetzt kann man das auch überhaupt nicht abschätzen. Das ist interessant. Da hätte ich nicht hingelegt. Wo hättest du denn hingelegt? Ja, nicht auf einem, wo so drei benachbart sind. Jetzt frage ich das gleich. Konterspruchband, Pilz... Du hast jetzt halt übrigens ein Konter, also vielleicht kommst du jetzt auch oben hin, ich oder mach gehst du... Ich könnte natürlich gleich in die Mitte, ne? Aber... dann musst du da hin, dann kann ich aber da. Nee, ist okay. Ist okay. Gehst du in die Mitte. Ich gehe in die Mitte, ja. Das dachte ich mir. So. Ich mach's jetzt haben wir Zeichen und Kiefer. Mhm. Das heißt, das sind die und das ist die Kiefer. Dann gehe ich hier hin. Vogel und Kiefer. Kiefer ist schon allmählich raus, sind nur noch zwei Stück. Dann gehe ich auf jeden Fall hier hin. Vogel und Baum. Baum.
Dann gehe ich hier hin. Dann ist das Sonne und Kirschblüte. Ich ahne, was du vorhast. Da, ich ahne, dass es ein Unentschieden werden könnte. Gucken wir mal. Warte, will ich das wirklich? Soll ich kurz gucken? Also, das ist Sonne und Laub. Mhm. Wo ist denn noch eine Sonne? Ja, ich will das. Das lohnt sich. Also okay, dann mache ich Laub und Zeichen. Hier. So, dann haben wir jetzt Vogel und Laub. Oder was war das? Ja, muss. Ja, schade, schade, schade. Vogel und Laub. Das wäre besser. Allmählich gibt es nicht mehr so wirklich. Also, wo natürlich ein bisschen die Gefahr ist für ein Spiel, dass so zwei gleich starke Spieler doch oftmals im Unentschieden enden könnten. Das wird wahrscheinlich dann dadurch, also es gibt wahrscheinlich immer so Konstellationen, wo einer schon gewinnen kann, wenn er es nicht sieht und dann, wenn du halt so Leute hast, die das dann komplett durchoptimieren, bis sie es sehen. Also, woran wir beide in der Regel scheitern werden, ist, dass dann eben man nichts mehr danach legen kann. Weil das erfordert diese übernächste Rundenüberlegung. Du hast gerade wo hingelegt? Das ist das, was du hast hingelegt. Musst. Hier. Da, was hast du denn da vor? Einfach, dass du es nicht machen kannst. Oh, okay, ich glaube, wir sind auch schon ziemlich... Du hast nur drei Felder zur Auswahl, es gibt kein Laub mehr. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir schon darauf spielen, dass der andere nichts mehr machen kann. Ja. Da ist nur die Frage, wie machen wir das am besten? Laub ist nicht Regen, dann... Baum... Also, darf man sich, muss auch aufpassen, dass man sich selbst eine Falle stellt. Wir müssen vor allem aufpassen, es sind noch vier Blumen. Sollten wir die anderen beiden aus irgendeinem Grund irgendwie anders rauskriegen? Ich glaube, das wird nur entschieden. So, Baum und Regen. Mhm. Ich könnte jetzt daraus ein garantiertes Unentschieden machen, soll ich? Das wird nur entschieden. Ich bin mir noch nicht 100%. Ich wüsste gerade nicht, wie nicht. Dann wird das gar nicht mehr genommen, weil es nichts mehr gibt, was da drauf verweist. Ist natürlich ungünstig für das Rätsel sonst wie, dass wir hier jetzt nur Unentschieden zeigen. Ich sehe leider auch gerade, also ich habe jetzt... Ich habe Regen zur Auswahl, ne? Mhm. Baum ist raus. Also ihr könnt auch gerne auf meinen Live-Kanal gucken, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Also das Let's Play streamen wir auch gerade live. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen. So bleibt das Spiel am Leben. Dann seht ihr mal, wie so mehrere Partien aussehen. Das kann man auch immer ganz gut durchgucken. Ich habe dir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass es nicht als Unentschieden ist. Ja? Ja. Ich muss auf eine Blume legen. Achso, du meinst, dass du irgendwie noch gewinnen kannst. Ich glaube, ich gewinne. Ja. Ich glaube, ich gewinne. Ich lege jetzt einfach mal dahin. Du hättest jetzt schon gewonnen haben können. Wenn? Weil du das genommen hättest. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist bitter. Und jetzt wirst du garantiert gewinnen aufgrund der Zugreihenfolge. Ja. Insofern wirst du nicht mal dafür bestraft, dass du es nicht gesehen hast. Habe ich extra konzentriert. Ja, eigentlich an der Stelle ist das Spiel vorbei. Ja, wir können jetzt noch eben zeigen, wie das ist. Ich nehme dann einfach eine von den beiden Blumen. Es ist egal, welche. Okay. Du nimmst eine Blume. Jetzt kannst du sogar noch das Spiel... wir können es auch so machen, aber das Ergebnis ist das gleiche. Du gewinnst auf jeden Fall. So gewinne ich auf jeden Fall. Wie gewinne ich denn andersrum? Weil du dann das hier hinlegst und dann ist es auch eine Viererreihe. Ach, ja, ich bin und schon so... Und davon abgesehen, selbst wenn das keine Viererreihe wäre, könnte ich das nicht nehmen. Richtig. Du hättest immer gewonnen. Also jetzt würde ich halt hier hinlegen. Ach, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wären die letzten drei Felder. Nee, hier, also ich habe immer mehrere Optionen. Wir drehen das nochmal. So, ne, hier jetzt quasi ja, gewonnen. Jetzt hast du ein Viereck gelegt. Genau, das ist auch gewonnen. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Den habe ich die ganze Zeit im Auge gedacht. So die beiden Optionen. Dann hier einfach ich habe bloß noch auf die Blumen geguckt und gedacht. Ja, also ihr seht, selbst in zwei Optionen. Dann hättest du auch noch nicht, deswegen hättest du auch noch nicht gewonnen gehabt, weil ich hätte dann ja das Feld noch richtig, gehabt. Das habe ich ja. Deswegen, ich habe das komplett ausgeblendet. Ja, also ich habe das hier unten irgendwie ausgeblendet, aber ja, also ich finde es super cool, ist echt spaßig, ist kurzweilig, bietet trotzdem echt Tiefgang, auch fast schon, also ne, also ich nehme jetzt mal Bravehearts als Vergleich, weil es auch so ein kurzes Zwei-Personen-Spiel ist, was auch bei Pegasus erschienen ist und das ist halt auch super nett, war auch super stumpf, ein bisschen schlauer sein als der andere, auch einfach so zack, Karten im Umdrehen fertig. Da steckt hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Tiefgang drin. Man kann offensichtlich Tunnelblick entwickeln. Ja, also und das, ja, also das ist halt cool, weil am Anfang haben wir, also ich glaube, fast egal wie das Brett aussieht, potenziell sind alle Möglichkeiten offen. Dann während sich das Spiel so entwickelt, dann, wie gesagt, das ist so ein Spiel, wie schon ein paar Mal gesagt, man kann das durchdenken, aber es gibt dieses Spiel einfach nicht her. Das wird jetzt ein 10-Minuten-Spiel sein und man macht halt eher am Anfang so ein paar Züge, guckt schon so ein bisschen und braucht nicht 10 Minuten nachdenken. Und dann, wenn da so 3, 4, 5 Karten liegen, dann hat man schon so die ersten Konstellationen, wenn man sieht, ah, okay, hier irgendwie alle so, also drei Sonnen sind schon raus, da gibt's nur noch eine, wie kann ich das mal
Vorteil nutzen, wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass der Mitspieler einfach nichts mehr machen kann. Aber das ergibt sich immer beim Spielen und das lädt einfach noch eine Partie, ja, wir noch eine Partie noch hier ein. Also wir haben jetzt beide eine gewonnen jetzt. Ah, jetzt brauchen wir natürlich das Video, das große Finale. Wie gesagt, auch da jetzt gerne, wenn ihr sagt, ist doof, will ich nicht mehr sehen, spult vor zum Fazit. War das nicht gerade das Fazit? Aber, achso, dann habt ihr jetzt schon mal das Fazit gehabt. Das heißt, wenn euch noch mehr interessiert, dann könnt ihr einfach nochmal dranbleiben und weiter zugucken. Wie gesagt, alle Live-Partien, die wir davon spielen, gibt es auch auf dem Live-Kanal, wo uns auch der Chat freundlicherweise schon auf einen Regelfehler hingewiesen hat. Das ist natürlich super praktisch. Ne? Also wir hatten halt am Anfang relativ schnell festgestellt, dass es immer extrem stark ist, auf einem der mittleren vier Felder anzufangen. Das ist denen wohl auch beim Spielentwickeln aufgefallen und dementsprechend haben sie einfach in den Regeln drin, dass man... Die müssen wir mal enger zusammenlegen, damit ich nicht wieder eine Reihe ausblende. Also du hast ja auch eine ausgeblendet. So, du hast verloren, du hast anfangen. Ich glaube, dass eher derjenige anfangen soll, der gewinnt. Ich habe das Gefühl, Anfang ist gar nicht so gut. Ich muss ja außen anfangen, schon wieder. Ich kann auch anfangen. Nee, passt schon. Du hast es schon wieder ganz geschickt so hingedeichselt, dass alles in der Mitte. Ja, das wäre geplant beim Zufälligwischen. Ach, ist wirklich so, ne? Es gibt wieder, glaube ich, keine Option, die nicht auch in der Mitte was hat. Genau, meint auch der Chat gerade, das Viereck denkt man oft nicht, weil bei vier gewinnt das man stimmt. Nicht mit dem. Aber wie gesagt, ich hatte das Spielfeld nur ab hier gesehen. Ja, der insofern berühmte Okia-Tunnelblick. Es gibt auch schon Selbsthilfegruppen. Berühmte Okia-Tunnelblick, genau. ich will dich eigentlich wieder nicht in der Nähe haben. Ich fange einfach hier, komm. Vogel und Kaktus. Ja, dann nehme ich doch mal den, weil dann kannst du nicht in die Mitte. Ha. Vogel und Blume, ja? Mhm. Ahorn und Vogel. Ha. Wie halte ich dich aus der Mitte draus? Aber wenn du den Rand dominierst, ist auch doof. Deswegen... nehme ich vielleicht mal das. Da legst du hin. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und schon bin ich in der Defensive. Kiefer und Zeichen. Mhm. Gut, jetzt seht ihr mal, wie Karl gewinnt. Das ist ein bisschen sehr früh. Ja, das da oben ist schon nicht schlecht. Jetzt sind zwei Abzug für mich raus. Ja, also du musst dich also dazu bringen, dass du auf Sonderlaub legst und da hast du halt leider immer noch ein bisschen viele Optionen. Nee, du darfst weder auf Sonder noch auf Laub legen. Nee, du musst auf Sonderlaub legen, damit ich da drauf legen muss und dann da oben hinlegen kann. Ja. Das Gute ist, dass du mich gerade nicht unter Druck setzen kannst, auf ein Feld noch nicht, noch nicht. Aber ich leg den mal dann, hoffe, dass es weise war. Zeichen und Baum. Mhm. Ich will ja, dass du mich da oben hinlegen lässt. Also will ich Zeichen oder Blume, ist Blume oder Regen. Ich kann alles nur abwehren. Das Spiel ist super cool. Also es macht mir wirklich extrem viel Spaß. Da hätte ich vorher echt nicht mit gerechnet. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen auf den Spielpartner an. Also man braucht auch schon jemanden, der da wirklich noch so viel Bock drauf hat, aber es macht einfach super süchtig, es ist super kurzweilig, es ist super cool. Ich frage mich, warum das jetzt erst auf Deutsch rausgekommen ist. Die Option also. Ich gucke auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist schon meistens ein bisschen Bauchgefühlgeschichte. Obwohl ich so lange überlege. Auch, ich finde die Struktur auch, dadurch, dass man die Karten hier sammelt, sieht man genau, was ausgelegt ist. Man muss also nicht irgendwie so, was war nochmal jetzt dran? Also ich glaube, ich konterte dich erstmal da oben aus, indem du jetzt auf einen Baum legen musst. Und da gibt es nur noch einen. Oder sehe ich gerade keinen Vogel? Nee. Echt, das sind schon alle Vögel raus. Ja. Habe ich ja schlecht geplant. Und Bäume gleich auch. Und Bäume gleich auch. So. Jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, es könnte unentschieden werden, aber... Na, das kann halt zum Ende hin schon noch in den Sieg führen. Also weil das konnte das jetzt natürlich erstmal aus. Überraschend. So. Jetzt musst du Sonne und Stern. Das heißt, den und den hast du noch. Sonne und Stern. Sonne und Laub. Wo sind denn bei dir noch die Optionen? Ja. Also ich habe... Da geht noch was. Nee, da geht gar nicht. Stimmt. Das schaltet völlig aus. Sonne oder Laub.
Führt das zu Blume oder Regen? Und wie man in den Kommentaren, die wir gerade im Chat haben, sieht, oh, ich sehe, was du meinst. Mit. Ich sehe, was du meinst. Mhm. Ja, da hilft ja nur eins. Das ist nicht so gut. Aber damit habe ich auch meine eigene Siegchance aus der Hand gegeben. Mhm. Aber ich glaube, ich bin trotz... Ah, doch nicht. Oder doch? Warte, ich mache jetzt einfach mal, ohne viel zu denken, dahin. Kannst du irgendwo gewinnen, habe ich jetzt gar nicht. Nee, aber ich kann das auf jeden Fall nochmal kontern. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich mache jetzt das. Und wenn ich das mache, gibt es für dich nur noch eine Option. Und dann ist es ein Unentschieden. Es sei denn, ich übersehe mal wieder was. Ja. Ach ja, das kannst du auch machen. Das hab ich komplett... Ja, jetzt muss ich ja auf die Blume. Das ist deine einzige Möglichkeit. Das wird ein Unentschieden, ja. Genau. So, und dann. Dass du irgendwo ein Vieh nimmst. Dann, dadurch, dass das auch Regen ist, lege ich das hier hin und dann legst du es da hin und dann ist das und dann ist es unentschieden. Ja, klassischer Fall. Man sieht das bei dem Spiel dann doch immer schon kommen irgendwie. Ja, irgendwann, aber eben im letzten Spiel hast du ja auch gedacht und dann ging doch noch was. Ja, also ich habe ja gerade schon das Fazit gemacht. Ich finde es super, super, super cool. Hoffe, dass es ein großer Erfolg wird. Ich werde das allen Leuten empfehlen, die ich sehe und die sowas Kurzweiliges für zwei haben wollen und die sagen, hier hast du nicht was irgendwie für einen Urlaub oder sowas. Hat halt auch super einfache Regeln. Das hat man super schnell verstanden und trotzdem ist es halt fordernd. Es ist nicht so total banal, wie es manche andere Spiele sind. Auch gerade so ein bisschen größere Spiele im Familienbereich. Die wirken manchmal ein bisschen größer, komplexer, mehr tolles Material und so. Aber ich finde das hier spielerisch halt echt interessant. Und ja, wie ja eben schon gesagt, ne? Zwei Daumen nach oben von mir. Und bei Spielen, es geht auch immer um den, wie sagt man auf Deutsch, edukativen Teil. Ne? Die sollen ja auch was machen. Ein klassisches Spiel, um das mit Kindern zu spielen, jetzt nicht super jung, aber das geht, glaube ich, schon ab relativ acht. Zügig, ab 8. Und das ist ja so klassisches so Sehen, dass man eben die Sachen mitnimmt, dass man zuordnet, räumliches Zeug. Lehrer finden das bestimmt auch toll. Nee, aber es ist wirklich schön. Lehrer, Kinder bestimmt schrecklich. Lehrer, Kinder finden wahrscheinlich. Genau, und es gibt halt auch die lange Variante, da hat man hier so Sterne, was auch immer drin. Und die besagt einfach nur, spielt nicht nur eine Partie, sondern spielt quasi, wer zuerst mit drei Partien die meisten gewinnt, der hat gewonnen. Also ja. Entweder habt ihr gleich zwei gewonnen, habt ihr gewonnen oder bei 1-1 gewonnen. Das ist halt ein bisschen unpraktisch, wenn es Unentschieden gibt, dann kann ja, es trotzdem eine Weile dauern. Aber ja, wenn du nur drei Partien spielst, achso, ja, dann gibt es keinen. Vielleicht spielen wir nur drei Durchgänge, da weiß ich gerade gar nicht, was die Regel sagt. Ja, wer zuerst zwei Blumenbesitz gewinnt, das heißt, ne, wenn es auch zu Unentschieden kommt, dann kann das durchaus ein bisschen dauern. Aber super cool ist halt auch wieder in diesem Standardformat von Pegasus, das ich auch sehr gut finde, weil das ist halt ein Format, das kann man auch gut aufbewahren und gut stapeln und ja. Also von mir, wie gesagt, absolut eine Empfehlung. Tolles Spiel, macht richtig Spaß, habe ich nichts von erwartet. Und auch als ich gehört habe, so viel gewinnt oder Tic-Tac-Toe mit so einem Kniff drin, dachte ich so, ja, wie toll kann das werden? Und ja, echt spaßig, Empfehlung von mir. Bis bald und tschüss.